willkommen im Mini-Pirat-Blog. Leutchen, ich habe hier ganzen heißen Leckerbissen für euch, nämlich das neue Lenovo S12 Netbook mit 12 Zoll Display und Nvidia Ion Chipsets. Und es kommt gerade frisch aus der Fabrik zur Produktion und jetzt packe ich schnell mit euch aus. Also, so. Die Kartonage ist eigentlich recht groß für den Netbook, aber so. Ups, das Ganze steckt ordentlich fest. Da haben wir es. Schauen wir uns noch schnell das Zubehör an, bevor wir uns dem S12 Netbook selbst widmen. Oh, wie schön, ah. Congratulations on your new laptop. Oh, das nenne ich mal einen schönen Willkommensspruch. Okay, es gibt hier das Netzteil. Danach den Akku. Schauen wir gleich mal an. Ziemlich groß gebaut, finde ich. Und der hat eine Kapazität von 52 Wattstunden. Damit sollte eine lange Akkulaufzeit von 5 bis 6 Stunden erreicht werden. So, dann gibt es hier noch S12 Regularity Notice. Keine Ahnung, was das ist. Das Benutzerhandbuch. Und ein Setup-Poster zum Öffnen mit den wichtigsten Informationen. So, im Grunde genommen eine Schnellstarter-Anleitung. Okay, so. Dann mal öffnen hier. Okay, also. So. Ich habe das Modell in schwarz bekommen. Ich würde auch mal sagen, wir zoomen vielleicht mit der Kamera kurz rein, um euch das Produkt etwas besser zeigen kann. So, okay, war vielleicht zu viel, etwas weniger. Gut, also nehmen wir mal hier die Folien weg. Kleben ganz schön stark. So, gut. Okay, so, sieht ganz schön schick aus. Schauen, ob innen auch noch Folien sind. Die lasse ich jetzt erstmals drauf. Nee, nehmen wir auch runter. Macht doch gar keinen Sinn. So. Okay. Übrigens, das Lenovo S12 kostet 499 Euro derzeit. Also genauso viel wie das Samsung N510. Ist aber jetzt zum Beispiel bei Amazon. Kann man es, glaube ich, für 70 Euro billiger kaufen. Und kriegt es schon für 430 Euro. Ist doch ein kleiner Unterschied. Okay, also jetzt zeige ich euch mal kurz die Oberfläche. Ich hoffe, man sieht da was. Ja, also ihr seht hier, ist so ein schönes Muster drauf. Mit so kleinen Kreisen und Punkten. Sieht ordentlich aus. Also wirklich schön, finde ich. Ist mal etwas anderes und nicht das stinklangweilige Klavierlack oder Mattelack. Also das Lenovo hat etwas, ist etwas Besonderes. Okay, so. Jetzt muss ich wohl wieder rauszoomen, damit wir etwas mehr sehen. Und dann starten wir das mal. Also, okay, der Akku geht auch. Die Verarbeitung finde ich jetzt sehr gut an sich. Lenovo hat sonst auch hier immer einen recht einfachen Stil. Aber ich muss ehrlich sagen, sieht eher technisch gemischt mit Consumer-Stil aus. Mir gefällt auch sehr gut die Tastatur. Die werde ich jetzt gleich mal prüfen. Also, ich finde, die hat wirklich sehr große Tasten. Sind sicher 19x19 mm. Und zudem ist auch die rechte Shift-Taste nicht abgeschnitten. Und die Cursor-Tasten finde ich jetzt auch ausreichend groß. Also, meines Erachtens wirklich eine der besten Tastaturen unter Netbooks. Und ich habe zwar immer die Tastaturen von Acer und Packard Bell sehr gelobt. Und das Samsung N510 hat mich jetzt nicht so sehr begeistert wegen etwas abgeschnittenen Tasten. Und ich glaube fast, dass die Tastatur vom Lenovo S12 vielleicht sogar noch ein Stück besser ist. Weil die Tasten jetzt nicht so flach sind wie beim Acer Aspire 151 und man sich, also man die einzelnen Tasten noch besser herausspürt und das ist schon cool. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser Tastatur und wenn ihr ein Netbook mit Ion sucht, lange Akkulaufzeit und mit der besten Tastatur, dann gibt es jetzt ohnehin keine andere Wahl. Also außer das Lenovo S12 verbockt es sonst in einem Bereich. Aber sonst jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, gibt es gar keine Alternativen, denn Acer bietet nämlich noch gar kein Nvidia Ion Netbook an. Also die Tastatur ist wirklich cool. Jetzt schauen wir mal, Windows 7 ist Home Premium, ist vorinstalliert. Das ist natürlich auch etwas Besonderes. Und das Touchpad reagiert jetzt zumindest auf den ersten Blick auch recht einfach. So, und wieso komme ich da nicht weiter? Windows 7 hakt gerade bei der Aktivierung. So, aber auch, wow, ich habe jetzt gerade nochmals drauf getippt. Echt toll, die Tastatur. Wow, echt cool. Mega. Okay, so. Starten wir mal. Windows 7. Später erneut nachfragen. Tut mir leid, das dauert immer ein wenig, bis hier Windows 7 aktiviert ist. Überspringen. Schauen wir mal, wie hell das Display ist. Okay, eine weitere Sache ist, das Lenovo S12 ist, glaube ich, derzeit da
das zweite Netbook am Markt mit einem 12-Zoll-Display. Sonst gibt es ja nur das MSI U200, wobei das eher schon ein Sub-Notebook ist. Die Frage ist überhaupt, ist das Lenovo ein Netbook? Ich würde es jetzt noch als Netbook einstufen, einfach aus dem Grund, weil hier nämlich ein Intel Atom-Prozessor integriert ist, kombiniert mit der Nvidia Ion-Plattform, würde ich noch als Netbook einstufen. Meiner Meinung nach, ich weiß, andere Blogger haben hier eine ganz andere Meinung, aber okay. Das Coole daran ist natürlich, großer Bildschirm, hohe Auflösung, ich glaube, ich schaue schnell mal nach, sicherlich 1366x768 Pixel. Damit kann man bis zu 70% mehr Inhalt darstellen als auf anderen, 10 Zoll Netbooks. Und das ist natürlich auch für die Ergonomie ganz toll. Nee, ich muss leider enttäuschen, das Display hat nur eine Auflösung von 1280x800 Pixel, in etwa gleich viel wie damals das Samsung NC20, das war nämlich mit dem Via-Chipsatz, auch ein 12 Zoller, hat aber auch eine ähnliche Auflösung und ist jetzt nicht so toll von der Auflösung wie andere Netbooks von Acer, Bagrat Bell und so weiter, die mittlerweile 1366 erreichen, aber okay, man kann wohl nicht alles haben. Auf den ersten Blick kommt mir auch der Bildschirm recht hell vor, ist ein gelernter Bildschirm. Vielleicht nicht der hellste, vielleicht kann man noch im Freien arbeiten. Das werde ich natürlich noch testen und euch im ausführlichen Test Bescheid geben. Was mir auch gut gefällt, ist hier oben, Entschuldigung, ich springe viel von einem Kapitel zum anderen. Bei der Tastatur, ihr seht, hier gibt eine Power-Taste, hier eine Rückwärtstaste, hier noch Schnellstarttasten für Audio und so weiter. Finde ich ganz cool, dass das Lenovo so integriert hat. Ist ein gewisses Highlight, Mehrwert auch für den Kunden und finde ich eigentlich ganz toll. Okay, so, jetzt folgendes. Jetzt will ich mal probieren, schauen, ob das Touchpad auch Multitouch hat. Muss ich mich schnell ins Internet einloggen. Oder ich probiere es mal mit dem Windows Explorer. Computer. C-Doppelpunkt. Windows. Hat wohl kein Multitouch, soweit ich sehe. Nur einen Scrollbereich. Vertikalen, horizontalen. Okay, kann man nichts machen. Touchpad ist aber ausreichend groß. Fühlt sich gut an, hat hier leicht geriffelten Scrollbereich auf der Seite. Okay, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir doch mal kurz auf die Spezifikationen ein. Ich zeige euch aber noch kurz hier die Anschlüsse. Ihr seht hier auf der Seite ist der Lüfterauslass. Danach daneben, was ist das? Ich denke, das ist mal für das WLAN-Modul zum Ein- und Ausschalten. Danach haben wir hier noch zwei USB-Ports und hier einen Card-Reader für SD, MMC-Karten und Memory-Sticks. Sonst habe ich es falsch reingeschoben. Lassen wir das mal raus. Auf der anderen Seite finden wir hier einen digitalen HDMI-Videoausgang, Kopfhörer und Mikrofon, einen weiteren USB, den analogen VGA-Videoausgang, den LAN-Port und den Kensington-Lock. Und jetzt schauen wir mal unten. Ich leg's mal hier drauf und wir schrauben es gleich auf. Sekunde. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie es denn von innen ist. Gut. Okay. Aha. Na, das nenne ich mal etwas. Okay. Schaut mal her. Wir haben hier 1 GB Arbeitsspeicher. Ist eigentlich nur 1 GB. Von den Spezifikationen steht doch, dass es 2 GB hat. Vielleicht ist der zweite Speicher bereits auf dem Mainboard aufgelötet. Gut, Lenovo gibt hier noch Zugriff auf das WLAN-Modul. Und hier, interessanterweise, schaut euch das mal an, ist hier ein SIM-Card-Slot. Ich hole schnell eine SIM-Card, beziehungsweise im Moment, ich habe die hier in meinem Acer-Smartphone, das ich euch auch zeigen werde in einem Unboxing-Video. So. Okay, schaut euch das mal an. Hier kann nämlich, steht open, wie das wohl geht. Ja. Okay, hat sich öffnen lassen. Da kann man jetzt sozusagen die Karte dann so reinschieben. Ich zoome mal hin, damit ihr das auch genauer seht. Okay. So. Gut. Und dann hier schließen und so ziehen. Das heißt, dieses Netbook ist bereits für den UMTS-Einsatz gewappnet, hat aber noch kein UMTS-Modul. Allerdings muss ich sagen, das Coole am Lenovo ist, dass der SIM-Karten-Slot schon vorhanden ist. Der ist auch schon mit dem PCI-Express-Modul wahrscheinlich verlötet. Das heißt, hier kann man jetzt ganz einfach ein UMTS-Modul einbauen und hat dann direkt UMTS-Internetverbindung. Und das ist schon cool. Also wirklich genial. Das muss man mal in Novo lassen. Ist sicher ein gewisses Highlight. Okay, sonst, ihr seht, da ist Windows 7 drauf. Home Premium vorinstalliert, auch eines der ersten Netbooks damit und total super, denn wer spielen möchte, sollte auf jeden Fall Windows 7 verwenden statt jetzt Windows Vista. Sonst von den Spezifikationen sollte noch eine 250 GB Festplatte integriert sein. Es ist der Intel Atom N280 Prozessor mit 1,6 GHz integriert und das Coole ist,
da es ein NVIDIA Ion Netbook ist, verfügt es über den MCP-SIMA Ion Chipsatz von NVIDIA mit einer integrierten GeForce 9400M Grafikeinheit. Und damit sollte man durchweg spielen können. Ich werde das natürlich testen und gebe euch auch Bescheid, wie das Netbook in meinem Test abgeschlossen hat. Und den Test findet ihr in Kürze in meinem Blog unter blog.minipirat.de. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert meinen YouTube-Channel. Bis bald. Und ai, das war der Minipirat.